Es gibt neue Fortschritte im Tiny House. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir haben eine Kommode in Entstehung, die wir euch heute zeigen wollen. Und zwar war hier ein Riesenchaos. Und wie wir das Chaos sukzessive beseitigen, das erzählen wir euch in dem heutigen Video. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchten wir so ein bisschen über Stauraummöglichkeiten für unsere Klamotten sprechen. Es war und ist immer noch eine Riesenkatastrophe. Ja, wir haben mit Sicherheit noch zu viel, obwohl wir auch schon mal, ich glaube, fast 70% unserer Kleidung ausgemistet haben. Das ist zwar schon ein Weilchen her, aber gerne verlinken wir euch nochmal das Video. Da sind wir nach dem System von Marie Kondo vorgegangen, was auch echt gut funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen da einfach nochmal einen neuen Durchgang starten fürs Tiny House. Aber wichtig war uns, dass wir keinen Kleiderschrank möchten, sondern eine Kleiderkommode. Dass wir zum einen unsere Klamotten nach Marie Kondo einrollen können, wir zeigen euch das später, und maximalen Stauraum nutzen und natürlich auch wieder die Tiefe des Ständerwerks. Wie wir da vorgegangen sind, mit welchem Material wir gearbeitet haben und wie es jetzt aussieht oder welchen Stand wir bis jetzt erreicht haben, das erklärt euch jetzt Ilan. Mit dieser Kommode wollten wir eine Lösung schaffen. Auch hier wieder ähnlich wie in unserem Badezimmer, wie letzte Woche also quasi schon mal erwähnt, wo wir ein Möbelstück haben, welches eben nicht zu viel Raum schluckt. Wir haben so viel Kram, dass wir gesagt haben, okay, mit diesem Schubladensystem fahren wir wahrscheinlich am besten. Das ist auch etwas, was Sinn macht, aber nur dann, wenn man wirklich auch diese Tiefe nutzt. Das heißt, wir haben links die Tiefe genutzt, rechts konnten wir sie leider nicht nutzen, weil dahinter auch noch ein Balken verläuft und das wäre etwas komplizierter gewesen. Also haben wir gesagt, wir nutzen sie auf jeden Fall links. Hier haben wir auch ganz gute Maße. Wir haben jetzt hier eine Gesamttiefe von knapp 43, also 42,5 cm, was schon ganz ordentlich ist. Die Wand war ja leider vorher geschlossen, das heißt, ich musste sie öffnen. Wir haben hier wieder mit unseren Leichtbauplatten gearbeitet, die Leisecore-Leichtbauplatten von Pyrus Panels. Wir verlinken euch die unten nochmal in der Infobox. Wir sind eigentlich jetzt erst recht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe damit gerechnet, dass wir hier solche Fill-and-Fix-Flüssigdübel-Geschichten brauchen. Aber am Ende habe ich die gar nicht verwendet, sondern einfach nur Hohlraumdübel und das hält bombig. Wir haben ja diese Sockelleiste damals gebaut und dachten, naja, das bietet sich doch gut an, wenn man jetzt Beine oder Füße findet in der gleichen Höhe, so dass man die hinten quasi die Kommode abstützen kann oder ablegen kann, so dass man dann eben vielleicht eine zwei Füße benötigt und die sowieso nach hinten verschwindet. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, weil wir jetzt hier auch nochmal mit dem Staubsauger drunter passen. Dieses Stück mussten wir überbrücken, weil hier ja schon die Wand ist vom Schrank oder von der Kommode. Das heißt, dieses Stück haben wir dann überbrückt mit diesen Balken hier. Und somit kann die Schiene, diese 42 cm Schiene, auch bis nach hinten durchlaufen und so können wir dann eben so die volle Tiefe nutzen. Für die Schubladenschienen, die direkt in die Platte reingingen ohne diesen Vorbau, da waren natürlich dann auch Hohlraumdübel notwendig. Die haben den Job eigentlich schon gemacht und so bin ich dann hier überall vorgegangen. Das war etwas komplizierter, muss ich ehrlich sagen, aber es war dann eben klar, welche Breite die Schubladen haben werden und dass wir sie so bauen, dass wir hier vorne noch eine Front, dass hier vorne noch eine Front rankommt. Das heißt, die tatsächliche Verkleidung oder die Front der einzelnen Schubladen, die sieht man jetzt hier noch nicht. Man sieht jetzt hier eigentlich nur den rohen Schrank, so dass er zumindest schon mal funktionsfähig ist und dass wir ihn schon mal mit, und das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir schon mal in der Lage sind, den ganzen Kram, der hier rumliegt, irgendwo zu verstauen. Heute geht es auf jeden Fall nicht darum, euch irgendeine Bauanleitung mit an die Hand zu geben. Es ist eben die Marke Eigenbau. Hier ist alles krumm und schief gewissermaßen. Jede Schublade musste dann eigens angefertigt werden, weil wir hier auch etwas schief geworden sind. Also es war ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Um euch mal zu zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Das sind die zwei Schubladengrößen, die wir haben. Und hier sieht man auch schon den Unterschied, wenn man wirklich mal die Tiefe nutzen kann. Und das fällt so eigentlich gar nicht auf. Also der Schrank ist eigentlich nur so tief für mich persönlich im Raum, weil diesen Platz hatte ich ja gar nicht genutzt. Das heißt, ich habe ihn visuell, habe ich ihn noch. Das war uns ganz wichtig. Und funktionell habe ich ihn auch noch genutzt. Also zumindest da, wo es ging. Hier unten ist es so, dass wir hier eine Steckdose haben. Daher ist hier der Abstand etwas größer.
hier zwischen ist tatsächlich noch eine Doppelsteckdose. Wenn wir jetzt also uns dafür entscheiden, dass das hier die Technik-Schublade wird, wie definitiv nicht ausreichen wird, aber zumindest, wenn mal was über Nacht geladen werden muss oder wie auch immer. Bevor es jetzt zu dunkel wird, wollen wir euch ganz schnell zeigen, was wir planen, in die Kleiderkommode alles einzuräumen oder in diese Kommode. Es ist ja nicht nur für Kleidung. Und wie das Ganze funktioniert. Und zwar, was ich erstmal noch ganz cool finde, Ilan hat sich eigentlich gegen Softclothes-Scharniere ausgesprochen, was ich im Nachhinein total gut finde, weil man die Schublade total simpel auch hier rausholen kann. Ich kann in Ruhe hier die Wäsche zusammenlegen, typ, 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 einrollen und einräumen. Und genauso kann ich dann auch meine Klamotten raussuchen. Das ist total gut. Als Beispiel kann ich jetzt mal, warte, was nehme ich denn jetzt für ein T-Shirt? Ist ja eigentlich egal. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein ganz simples T-Shirt und nach Marie Kondo wird das alles gerollt. Das heißt, ich lege es einfach so hin, roll es zweimal ein, schwuppdiwupp, dann wird es hier eingeräumt. Das sieht jetzt nicht so toll aus, wir machen das alles noch schön und ansehnlich, aber die Funktion ist erfüllt. Das heißt, sobald ich die Schublade öffne, kann ich genau sehen, welche Klamotten habe ich. Es wird nichts platt gedrückt voneinander, sondern ich kann genau sehen, was ist hier drin, was findet Platz. Das heißt, wir werden uns so aufteilen, dass die oberen Schubladen den Inhalt bekommen, an den wir täglich müssen, wo wir immer dran müssen. Und dass man dann ganz einfach saisonal die Schubladen tauschen kann oder zumindest schnell den Inhalt. Wir müssen mal gucken, ob die oberste Schublade auch unten reinpasst, weil ja alles so ein bisschen individuell ist hier. Aber so ist zumindest der Plan. Und wie Ilan eben auch schon gesagt hat, vielleicht werden wir eine Schublade für Laptops und Ladegeräte nutzen. Wir haben die bisher oben bei uns in der Mauer unseres Bettes, also in dieser Wandverstärkung. Dadurch, dass wir aber täglich an unsere Techniksachen ran müssen, ist es irgendwie nicht so praktikabel. Das heißt, wir werden noch einige Male umräumen. Bevor es jetzt wirklich zu dunkel ist, wollen wir das Video für heute auch beenden. Natürlich kommt hier noch die Verkleidung. Es geht hier echt noch nicht um Schönheit, aber wir haben es geschafft, die Kommode in den Raum zu integrieren. Es wird kein Platz weggenommen. Die Verkleidung und die Bügelkanten und alles, was am Ende noch drankommt, dem werden wir uns widmen, wenn wir Lust und Zeit haben. Hauptsache, der ganze Kram aus dem Haus kommt noch hier rein und alles findet sukzessive seinen Platz. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Lasst uns gerne einen Daumen da oder kommentiert gerne, wie es euch gefällt, welche Ideen, Anreize ihr noch für uns habt. Abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und sagen Tschüss.